Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was mich bewogen hat, noch mal zu den Worten von Herrn Möllenstedt Stellung zu nehmen, das waren zwei Punkte. Einmal natürlich und die freie Berufswahl. Also zur freien Berufswahl. Ich glaube, ein Teil von Ihnen kann sich noch daran erinnern, wie viele Frauen sich in sogenannte Männerberufe haben einklagen müssen, die nicht mal die Möglichkeit einer Ausbildung bekommen haben. Mit den Sätzen, die sanitären Einrichtungen geben es nicht her. Dahinter verbarg sich etwas anderes. Also hier in Bremen gibt es 6 Frauen, die sich bis zum Bundesarbeitsgericht in sogenannte Männerberufe haben einklagen müssen. Nur mal das zur freien Berufswahl. Und dann die Natürlichkeit. Also was ist daran natürlich, dass Ingenieure männlich sind und Putzhilfen, Reinigungskräfte weiblich? Also ein Stück weiter in der Geschichte, Cato der Ältere hat gesagt, wenn die Frauen uns gleichgestellt sind, sind sie uns überlegen. Daran haben sich Jahrtausende das Patriarchat orientiert. Die Frage von gesellschaftlicher, privater, menschlicher, sozialer Abhängigkeit macht sich im Wert der gesellschaftlichen Akzeptanz und selbstverständlich auch des Einkommens ganz deutlich. Wenn das alles so wäre, Herr Möllenstedt, wie Sie gesagt haben, dann würden wir hier nicht stehen und eine zunehmende Lohndifferenz oder Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen diskutieren müssen. Das machen wir ja nicht freiwillig. Zweitens, wir würden nicht darüber diskutieren müssen, warum Frauen bessere Schul- und Studienabschlüsse hat als Männer vergleichbar. Und trotzdem sind sie auf dem Arbeitsmarkt im unteren Drittel. Wo ist da die Freiwilligkeit? Wo ist da die Natürlichkeit? Ich glaube, so ein Stück feministischer Selbstbesinnung von Männern täte an dieser Frage mal Not. Und die Frage, ich nochmal, zur Frage der Abhängigkeit. Ganz viel an der Eigenständigkeit, auch von Frauen, eigenständige Existenzsicherung hat was mit Unabhängigkeit zu tun. Vielleicht sind das Ängste, lieber Kollege Möllenstedt, der uns weiterhin dazu treibt, diese Differenz in der Abhängigkeit sein zu lassen. Für mich ist nur eins natürlich, für gleiche, gleichwertige Arbeit gleiches Geld zu bekommen, unabhängig welches Geschlecht ich habe. Und nicht die Messlatte an sogenannten Männerberufen festzumachen, dass das der Maßstab ist für Frauen, die ganzheitlich in jedem Bereich arbeiten können und auch wollen. Nur sie werden nicht zugelassen. Das Wort erhält jetzt Frau Bürgermeisterin Linnert.